Ja, Friedrich Merz war gerade, also der einer der möglichen Kanzlerkandidaten der CDU Deutschlands, war gerade in Frankenberg in Nordhessen und dazu wird es gleich gehen. Und Christian Felber war gerade in Wien. So, fangen wir mit Friedrich Merz an. Der Elefant, der auch bei seiner ganzen Rede sozusagen im Raum stand und nicht erwähnt wird und nicht besprochen wird, ist sein Aberglaube an die freie soziale Marktwirtschaft, den er eben teilt mit Dr. Markus Krall und Max Otte und ähnlichen und vielen von der Werteunion. Ja, die freie soziale Marktwirtschaft, ganz kurz, was ist das Abergläubische und Antinaturwissenschaftliche an der freien sozialen Marktwirtschaft? Die freie soziale Marktwirtschaft unterstellt, dass derjenige, der uns Menschen nützt und nützliche Produkte uns gibt sozusagen, wir sozusagen ja, uns hilft, uns gesunde Nahrung, Beispiel, bleiben wir nur bei dem Beispiel, gesunde Nahrung liefert, dass der viele Kinder ernähren kann und ein Handelsimperium unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft entwickeln kann. Sozusagen, und das ist die Unwahrheit. Das ist naturwissenschaftlich widerlegt durch die zweiten Scientists for Future 2, durch die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und die memetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, in der wir uns gerade befinden. Ja? Das ist die memetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik beweist, dass die Grundannahme, der Aberglaube an die freie soziale Marktwirtschaft, an den Kapitalismus, ein weltfremder, antinaturwissenschaftlicher, unwahrer Aberglaube ist. Und das ist der Elefant im Raum, auch bei dieser Rede wieder von Friedrich Merz. Denn faktisch ist es so, dass der Händler, der uns hier wirklich nur gesundheitsförderliche Nahrung liefert, hier ist und derjenige, der in Wettbewerb zu ihm steht, nämlich derjenige, der unsere Nahrungsmittel schon bei der Herstellung mit Glyphosat, mit Pestiziden und Fungiziden in einen Giftcocktail verwandelt, mit völlig unklaren Folgen für uns Menschen, ja, der dann bei der Herstellung den Giftcocktail erweitert, indem er wie ein Heroindealer mit gefährlichen Streckmitteln arbeitet, die für ihn das Ganze finanziell einträglicher machen und die Gewinnspanne vergrößern, sozusagen wie zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfette, zu viel Konservierungsstoffe, Farbstoffe, was gibt es noch? Also ein ganzer Chemiebaukasten sozusagen kommt in seine Fertigprodukte rein und der blendet dann die Bevölkerung durch er hat ja jetzt genügend Geld, durch dieses Billigprodukt hat er genügend finanziellen Spielraum, die Bevölkerung zu blenden und ihnen diesen krankmachenden Mist als gesund zu verkaufen. Und der kann zwei Kinder ernähren und so weiter. Und der kann eine ganze Handelsdynastie entwickeln, die dann diesen wahrheitsorientierten Händler, der sich also nicht in diesem gewinnbringenden Irrtum, an den er selber glaubt, befindet, sozusagen, sondern der wahrheitsorientierte Händler ist immer der, der ausstirbt, und sein Laden hier nach der dritten Generation wird sein Laden geschlossen und derjenige, der zufällig diesen gewinnbringenden Irrtum hat, dass all diese Chemikalien keinerlei krankheitsförderliche Wirkung auf die Menschen hätten, ja, und keinerlei Wirkung in Richtung Übergewichtserzeugung und was auch immer, ja. Der sich in diesem Irrtum befindet, also auch in einem Aberglauben, in einem gewinnbringenden Irrtumsaberglauben, der ist der, der die Handelsimperien unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft
sozusagen entwickelt und uns allen schwersten Schaden zufügt und alles andere weg auskonkurriert und zum Aussterben bringt, so dass wir also unbedingt die freie soziale Marktwirtschaft beenden müssen. Wie kommen wir nachher noch zu? Es soll ja ein bisschen spannend bleiben. Jetzt lese ich erstmal vor, was ich zu März Rede, gerade stattgefundener Rede geschrieben habe. Ja, Friedrich Merz beweist, da sagt er was Richtiges. Friedrich Merz beweist, aha, früher, wenn die G7 sich trafen, dann waren dort 2/3 der Weltwirtschaftsleistung versammelt. Wenn sich heute die G7 treffen, ist nur noch 1/3 der Weltwirtschaftsleistung vorhanden, die sich da trifft. Das, was bedeutet das auf Deutsch gesagt? Europa steigt gnadenlos ab. Das, was Professor Hans-Werner Sinn ja sowieso auch schon angedeutet hat. Und ich würde sagen, wir müssen es wirklich ganz deutlich machen. Europa ist auf dem Weg, das arme Land, der arme Kontinent der Erde zu werden. Ne? Also dass Europa sozusagen wird irgendwann vielleicht zum Bettler in der Welt. Ne? So, das ist Europa. Ja? Und da hat er recht, Friedrich Merz. Aber jetzt macht er schon den nächsten Fehler. Der sagt, deswegen muss Europa irgendwie sich wieder berappeln. Aber da hat er recht. Aber wenn es darum geht, wie denn, bitteschön, hat er keine Ahnung. Und das ist halt das, was Friedrich Merz eben mit Dr. Markus Krall und Professor Max Otto und mit all diesen ganzen falschen Vorstellungen von sozialer Marktwirtschaft und freier sozialer Marktwirtschaft, also Kapitalismus befürwortern, also was die gemeinsam haben, das ist sozusagen, dass sie noch nicht einmal das machen, was längst anstünde. Bei den zweiten Scientists for Future 2 ist das natürlich nur ein Diskussionsanregungsvorschlag. Nie würden sie sich darauf festlegen wollen. Das ist ja eine Sache der demokratischen Entscheidung. Aber wir als Diskussionsvorschlag brauchen wir die USNE, die United States of Northern Europe. Ja, das heißt also, wir würden jetzt mal so durchgehen hier, hier oben. Jetzt könnte man, das dauert zu lange, eine Weltkarte, ja. Da oben, was haben wir denn da? Norwegen, Finnland, Schweden. Ich glaube, niemand hat was dagegen, sich mit Norwegen, Schweden und Finnländern gemein zu machen zu einem einzigen Staat. Ja? Dann müssen wir herzlich einladen, die Engländer und also Großbritannien wieder dazu zu kommen. Dann müssen wir die Engländer auch damit einladen, dass wir sagen, selbstverständlich wird Englisch die Hauptsprache der United States of Northern Europe und nur noch eine Übergangszeit wird zweisprachig in den jeweiligen Unterländern agiert, bis alle so gut Englisch können, dass niemand mehr die alten Sprachen vermisst. Ne? Und wir brauchen selbstverständlich auch den Euro und wir sollten auch die United States of Southern Europe, also USSE, die United States of Southern Europe anregen, dass die sich zusammenfinden und ihren eigenen Euro machen, also ihren Southern Euro sozusagen. Denn ich glaube nicht, dass in Nordeuropa schon eine Bereitschaft ist für ein United States of Europe, also für ein USE. Also schaffen wir doch erstmal die Mindestvoraussetzung sozusagen, dass wir sozusagen ohne uns zu schädigen
uns wenigstens, so wie Friedrich Merz sagt, stärker machen, indem wir mit gleichen, relativ gleichen zusammengehen. Also Norwegen, Schweden, Finnland, England, Frankreich, was haben wir denn da noch auf der Weltkarte? Belgien, Niederlande selbstverständlich, also alles, was so, ich sage nur die Eckdaten. Dann Frankreich, was liegt dann da? Dann herzlich einladen die Schweiz, dann natürlich selbstverständlich Österreich dabei und jetzt, ob wir dann hier Österreich, dann kommt Deutschland und dann ob wir jetzt, was wir jetzt machen mit den, das wäre eine Sache vielleicht für eine schöne Volksabstimmung, ob wir wirklich bei diesen United States of Northern Europe wirklich Polen, Tschechoslowakei, also die ehemalige Tschechoslowakei und all diese Länder dabei haben wollen. Das sollte man vielleicht mit Volksentscheiden machen, ja, wie weit man da zusammengehen kann, Ungarn und so weiter. Das muss man alles überlegen, aber so der harte Kern wären, also Dänemark habe ich noch vergessen, aber ist wie gesagt alles, was so in dem Kreis liegt, Norwegen, Schweden, Finnland, England, Frankreich und all die zugehörigen Länder da oben und so weiter, die kleinen Länder. Und dann eben Schweiz herzlich einladen, unbedingt muss da mit dabei sein. Also wir müssen natürlich dann bereit sein, auch die schweizerischen Demokratieaspekte voll in den United States of Northern Europe dazu zu nehmen, sonst werden die Schweizer nicht bereit sein, auf ein schlechteres demokratisches System umzusteigen, ne? Und Österreich und Deutschland. Und dann muss man gucken, was man mit den Ostländern macht, ne? Ob man denen da... Das muss vielleicht durch einen Volksentscheid geklärt werden, wer davon noch dazukommt und so weiter. Und dann hätten wir erstmal das, was Friedrich Merz zu Recht anspricht. Wir hätten erstmal eine gewisse Stärke und hätten noch eine gewisse Bedeutung in der Welt sozusagen. Ja? Aber damit ist ja noch gar nichts getan. Das bedeutet ja nicht, dass diese United States of Northern Europe nicht auch noch immer weiter absteigen können. Ja? Also, denn ohne die zweiten Scientists for Future 2 wird das also auch einen Abstieg geben. Ja? Ja, das heißt also, was sind denn die entscheidenden Sachen, was Merz nicht denken kann oder sich nicht traut zu sagen? Ja, hier ist Naturwissenschaft, wir müssen uns natürlich trauen zu sagen. Ja? In den United States of Northern Europe sorgen wir im Moment dazu, dass das Naturgesetz der Evolution mit Füßen getreten wird, nämlich dass in allen Evolutionszusammenhängen hier die beruflich niedrig qualifizierten in der Natur, also ein nicht jagdfähiger Löwe oder eine nicht jagdfähige Gepardin zum Beispiel, die wird keine Enkelkinder am Ende, wird nicht erleben, dass sie Enkelkinder hat. Und die Gepardin, die absolut jagdfähig ist, die wird viele Enkelkinder hinterlassen in der Evolution. Und dass diese naturgesetzliche und dieses naturnotwendige Geschehen haben wir völlig außer Kraft gesetzt. Wir tun alles dafür, anstatt die fähigsten Ausländer aus aller Welt reinzuholen, um unseren Genpool mit interessanten neuen Genen aufzufrischen und anzureichern sozusagen, besteht die Gefahr, dass wir aus humanitären Gründen sozusagen aus diesem Bereich hier auch große Zahlen an Menschen reinholen, die für Europa den wirtschaftlichen, also einen Zug Richtung wirtschaftlichen Abstieg bedeuten. Ne? Ja, ich lese mal weiter vor. Also deswegen, also wir nehmen quasi hier diese Kinder,
die auf den Müllhalden von Indien leben sozusagen hier oder irgendwie auf den Müllhalden leben und so weiter, die sind ja von Eltern geboren worden, die eben nicht den Anstand hatten zu sagen, okay, wir müssen jetzt erst einmal schauen, dass wir beruflich richtig erfolgreich werden und dann können wir uns Kinder leisten und weil wir dann den Kindern auch etwas bieten können und sie eben nicht auf die Müllhalden zum Essen schicken müssen sozusagen, ja? Und sie dann nicht auf solch ein Schicksal ihnen gönnen hier, ja? Also sozusagen stattdessen haben diese Eltern gesagt, ja, ist uns doch egal, was aus unseren Kindern wird. Und solche verantwortungslose Verhalten belohnen unsere Kulturen, ja, und das ist pathologisch. Und wenn Europa das weitermacht, dann ist es halt bald vorbei mit Europa. Dann haben wir selbst, dann werden wir bald die indischen Slums werden wir in Europa haben. Ne? Das haben wir dann. Wenn wir durch unsere Städte gehen, dann haben wir sowieso schon das Gefühl, wir sind schon halb in den Slums, ne? Alles verdreckt und runtergekommen und alles. Ja. Also, Merz versteht nicht, jetzt mal ein kleiner anderer Aspekt dazwischen, Friedrich Merz versteht also nicht, dass die freie soziale Marktwirtschaft mit ihrer Wirkung auf die Blähbürokratien den Abstieg Europas so stark beschleunigt hat. Also, ja, also ich will es mal so sagen. Woher kommen denn, also er spricht von Bürokratieabbau, ja, da hat er ja natürlich vollkommen recht, ja. Aber wo ist denn das Problem? Warum blähen sich denn die Bürokratien so auf, dass man von Blähbürokratien sprechen kann, ne? Von Aufblähbürokratien. Ja, ich mache mal nur ein Beispiel. Schauen wir es uns an. Bürokratien. Hier haben wir in einer Bürokratie einen Mitarbeiter, der sagt, was ich tue, muss ein Dienst an der Bevölkerung sein. Also gehe ich hin, gehe raus, nehme die Arbeitslosen an der Hand und laufe mit ihnen von Betrieb zu Betrieb und ruhe nicht, bis ich das Ziel null Arbeitslose in Europa hergestellt habe. Am Ende ist ja alles nur eine Frage des Preises und des Lohns. Und wenn ein Betrieb meint, nee, dieser Mensch kann uns ja gar nicht helfen, der kann ja gar nicht genug, ja, dann bezahlt halt das Arbeitsamt dem Betrieb ein Geld dafür, diesen Menschen einzuarbeiten. Und dann sprechen wir nochmal darüber, ob er nicht doch gebraucht werden kann. Und wenn jemand wirklich von niemandem gewollt wird, dann müssen wir ihn doch in eine ehrenamtlichen Arbeitseinrichtung unterbringen. Und wenn er nur noch drei Fußzehen hat, die er bewegen kann, dann kann er trotzdem damit 2 Stunden am Tag irgendwas arbeiten. Ja? Und wenn er nur irgendeinen Hebel bedient oder irgendwas macht. Ja? Aber es darf nicht mehr sein, dass in Europa ganze Armeen von Arbeitslosen darum vegetieren sozusagen, ohne Würde, ohne Einbezogensein in die Gesellschaft, ohne den Respekt der Mitmenschen und so weiter. Ja? Also dieser Arbeitsamtmitarbeiter, dieser Jobcenter-Mitarbeiter hat diese Philosophie. Und der andere hier, sein Konkurrent, sein Wettbewerber in der Arbeitsagentur, der hat eine völlig andere Philosophie. Der hat die Philosophie, ach ja, ach die Armen so, haben keine Arbeit. Ja, ich stelle ihnen viel Geld zur Verfügung. Aber auf keinen Fall gehe ich raus und kümmere mich wirklich da und nehme die bei der Hand und bringe die zu den Arbeitgebern und bringe die unter. Nein, das müssen die schon selber tun, irgendwann mal, ja. Und ansonsten versorge ich die mit Geld, dann bestelle ich die ab und zu mal ein und dann, das ist doch gut so, ja. Und was passiert?
Der hier wird praktisch keine Arbeitslosen mehr in seiner Bürokratie haben. Der wird keine neuen Stellen bewilligt kriegen, weil er ja null Arbeitslose hat. Und eigentlich am schlimmstenfalls wird sogar noch sein Job wegrationalisiert sozusagen und eingespart. Und er vor allem kriegt er keine neuen Mitarbeiter und er kann nicht Vorgesetzter werden. Er macht keine Karriere, er erlebt sich nicht als Vorgesetzter und als aufgestiegen und so weiter. Während der hier, der wird dafür sorgen, dass sich eine ganze Armee von Arbeitslosen rund um ihn ansammelt. Und dann sozusagen werden ganz viele neue Stellen bewilligt, weil ja die Armee wird immer größer und kann durch ihn gar nicht mehr allein bewältigt werden und so weiter, betreut werden und kontaktiert werden und so weiter. Und dann wird er Vorgesetzter von 20 neuen Mitarbeitern, fühlt sich aufgestiegen, fühlt sich als Mister wichtig und so weiter, kriegt dann auch vielleicht ein höheres Gehalt und so weiter, weil er ja so Vorgesetzter ist und so weiter, höhere Besoldungsstufe oder was auch immer. Und dann kann er davon im Gegensatz zu dem hier, der immer nur ein Kind ernähren kann, kann er zwei Kinder gut ernähren. Und dieses Kind kann dann in der nächsten Generation arbeitet auch wieder im Arbeitsamt mit der gleichen Ideologie und mit der gleichen Philosophie, kann dann drei Kinder ernähren. Und dann entsteht eine ganze ganze Generation von Arbeitsamtmitarbeitern, die alle die Philosophie vertreten, noch nö. Rausgehen und die Menschen unterbringen und null Arbeitslosigkeit als Ziel bloß nicht und so weiter. Also sondern eben ja einfach die Leute das Elend verwalten, die Massenarbeitslosigkeit verwalten, das ist mehr können wir nicht tun. No. Und dann tun wir immer mal so, ach ja, mal hier eine Maßnahme und dort mal was. Aber spielt doch alles keine Rolle. Hauptsache sozusagen, es kommen immer neue Mitarbeiter im Arbeitsamt und so bläht sich dann die Bürokratie unendlich auf. Und der Witz ist, das hier, was ich eben geschildert habe, sind die Mechanismen der freien sozialen Marktwirtschaft. Also Bürokratien im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft sind eben frei, weil hier die Mitarbeiter nicht, wie dies die zweiten Scientists for Future 2 vorschlagen, sozusagen, dass also sozusagen die Mitarbeiter hier, dass die Mitarbeiter im Arbeitsamt nur noch ein kleines Grundgehalt bekommen sollten und dann nur noch so lange jeweils Prämien für jeden Menschen, den sie untergebracht haben. Und wenn sie jemanden 20 Jahre untergebracht haben, kriegen sie 20 Jahre monatlich eine kleine Prämie dafür diesen Menschen, den sie untergebracht haben. Und wenn sie ihn nur für ein Jahr unterbringen, dann kriegen sie halt nur ein Jahr diese Prämie, ja? Und so weiter. Also das heißt, der Arbeitsamtmitarbeiter, der dann in Zukunft hingeht, sozusagen dafür sorgt, dass es null Arbeitslosigkeit gibt, der wird dann der Belohnte sein und dann werden die Bürokratien total gesund schrumpfen, indem wir eben das Prinzip der freien sozialen Marktwirtschaft in den Behörden aufgeben und gelenkte, geplante Behörden haben, also sozusagen als Element einer guten, echten Planwirtschaft in die Bürokratien reinziehen. Denn das Planungsziel des Arbeitsamts muss doch sein, null Arbeitslosigkeit. Und jeder Mitarbeiter, der ein Stück Richtung null Arbeitslosigkeit Wirkung entfaltet, muss dafür doch auch honoriert werden und prämiert werden und belohnt werden und so weiter. Ja. Also von daher, und das versteht Friedrich Merz nicht, denn er denkt ja, dass unter freien Bedingungen sozusagen Gutes entstände. In Wirklichkeit entsteht damit dann eine Philosophie im Arbeitsamt, die der Gesellschaft schwersten Schaden zufügt, aber zum Wachstum der Bürokratie führt. Und dadurch haben wir diese Aufblähbürokratien. Ja, Schluck Wasser war das. Ja, das heißt also, da fehlt Friedrich Merz all das Wissen der Zweiten. Er muss also unbedingt wenn er wirklich was erreichen will in Europa, muss er mit den Zweiten Scientists for Future 2 zusammenarbeiten. So, dann zum Beispiel
wird dann eben auch in solchen Bürokratien, dann sagen die der Politik, ja, nee, wir müssen also nicht nur für die Arbeitslosen Gelder ausschütten, sondern wir müssen auch für die Kinder Geld ausschütten, für die Kinder der Arbeitslosen. Jetzt haben wir also dann Leute, so hart das jetzt klingt, aber wir müssen ja die naturwissenschaftliche Wahrheit sagen. Ja? Wir dürfen ja nicht immer mit Träumereien, wir kommen sowieso nachher zu Christian Felber und seinen romantischen Träumereien, ja, sozusagen. Es geht hier um die Wahrheit, um die naturwissenschaftliche Wahrheit. Ja? Also hier, was ist mit den Eltern dieser Kinder? Ja? Die Eltern dieser Kinder, wo ist es? Und dessen Eltern hier so, wobei ich sagen muss übrigens, das ist wahrscheinlich gar kein Elendsbild, denn ich habe selbst auch in Indien, bei meiner Reise nach Indien, auch auf dem Steinboden geschlafen und das war herrlich. Man braucht nur ein kleines Kissen unter dem Hüftknochen und man schläft eigentlich besser als in jedem Bett der Erde, also auf Stein. Ja, das ist vielleicht gar kein Elendsbild, ich mache das mal weg. Und das ist ja sowieso kein Elendsbild, hier geht es ja nur um die Umverteilungsfrage. Ja, also hier, der viel hat, soll geben an den, der die Hand aufhält. Ne? Das ist so, da kommt man ja nachher dazu. Ja, also das heißt, die Eltern von diesem Kind, ja, was ist mit den von diesen Bettelkindern, also diesen Müll-Esskindern auf den Müllhalden Indiens, ja? Was ist mit den Eltern? Die Eltern stammen garantiert aus dem Bereich der niedrig qualifizierten Inder sozusagen. Und anstatt dass sie jetzt anständigerweise dafür gesorgt hätten, dass sie keine Kinder bekommen, bekommen sie viele Kinder und die lungern dann auf den Müllhalden rum und so weiter. Ja? Und anstatt dass eben die Anstandsregel in Indien heißen würde, überdurchschnittlich beruflich Erfolgreiche sollen viele Kinder bekommen und hier die sollen erstmal dafür sorgen, dass sie beruflich erfolgreich werden und dann können sie ja immer noch Kinder bekommen. Das muss als Anstandsregel, als aber vielleicht einzige sinnvolle Anstandsregel einer Gesellschaft da sein, denn es muss zum Anstand werden, dass man sagt, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen kompetente Leute, wir brauchen Arbeitsplätzeschaffer, wir brauchen Innovatoren, Entwickler und so weiter, Produktentwickler und was auch immer. Und deswegen ist es anständig, gehört es zum Anstand dazu, dass die viele Kinder bekommen und der Staat, das habe ich ja schon oft beschrieben, muss natürlich alles tun, um das zu unterstützen, die Steuerfreiheit für Frauen und so weiter, für gewordene Mütter, also Steuerfreiheit für Mütter und die Betriebskindergärten, die kostenlose Kindersekretärin zur freien Auswahl für die Mütter und so weiter. Alles auf Staatskosten, das muss alles sein, damit wir endlich wieder Nachwuchs im Leistungsbereich, im Elitenbereich bekommen, was ja für viele ein Schimpfwort ist, was aber eigentlich krank ist, weil Europa, sozusagen derjenige, der sagt, das ist doch nicht gut, wenn die Eliten Kinder bekommen, der arbeitet darauf hin, dass er demnächst von 1 Euro am Tag leben muss. Also es ist eigentlich eine Art Selbstmordstrategie. Ne? Also ist es. Aber so weit geht es mit Unwissenheit und Unvernunft und Bildungsmangel schon. Ja, das also solche. Ja, das sind die harten Fakten, die bedauerlichen naturwissenschaftlichen Fakten, die man kann ja gerne widersprechen, aber wenn man irgendwo andere Fakten sieht, aber die Fakten sind halt leider so. Ja, weiter. Merz irrt sich, wenn er sagt, 2015 war gar kein Problem. Frau Merkel hätte da doch im Prinzip humanitär richtig gehandelt. Ah, aber das Problem ist, wenn wir eine Garantie gehabt hätten, dass der Durchschnitt der beruflichen Qualifikation der 2500
2015 eingewanderten Personen. Wenn das eine Garantie wäre, dass die berufliche Leistungsfähigkeit deutlich überdurchschnittlich, also über dem deutschen Durchschnitt gelegen hätte oder dem europäischen Durchschnitt gelegen hätte, dann wäre das ein Zugewinn gewesen. Dann wäre das super gewesen, ja? Was ist aber, wenn die durchschnittliche berufliche Qualifikation der Zugewanderten leicht unterdurchschnittlich, also unter dem europäischen Durchschnitt lag? Dann bedeutet das, dass die damit Europa von der wirtschaftlichen Gesamtleistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit absteigt und Richtung afrikanisches Niveau sich bewegt. So dass wir also, dass möglicherweise Frau Merkel damit einen riesigen volkswirtschaftlichen Schaden Europa zugefügt hat, ja, in ihrer Gutherzigkeit sozusagen, in ihrem Gutmenschentum, ja, naiven Gutmenschentum. Ja, ich will es nochmal wiederholen, jeder vernünftige Staat der Erde sorgt dafür mit seinem Einwanderungsgesetz, dass ausschließlich, außer Touristen, die aber dann auch schnell wieder gehen, ausschließlich weit überdurchschnittlich qualifizierte Personen sein Land betreten und dort mitleben dürfen sozusagen. Und alles andere ist so eine Art Selbstmordprogramm. Und in diesem Selbstmordprogramm ist Europa begriffen, ne? Also von daher, gehen wir zum nächsten Punkt. Merz sagt ganz richtig, Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, ja, aber wie soll das gehen? Das weiß er eben auch wieder nicht. Die zweiten Scientists for Future sind die einzigen und mit denen kooperiert er noch nicht, die ein riesiges Wirtschaftswunder erzeugen können. Ja, also wenn ich mache nur dieses eine Beispiel, ich bleibe heute mal nur bei diesem einen von Millionen Beispielen. Ja, wenn diese Arbeitsamtssituation völlig neu wird und in Zukunft der Arbeitsamtmitarbeiter, der dafür sorgt, dass es null Arbeitslose in seiner Klientel gibt, weil alle untergebracht sind sozusagen der bekommt sein Grundgehalt dafür, dass er immer wieder schaut, dass die auch gut untergebracht sind und gut untergebracht bleiben. Und kriegt seine fortlaufenden Prämien dafür, dass die Leute in der Arbeit bleiben und glücklich in der Arbeit sind und zufrieden in der Arbeit sind. Da kommt dann noch die Wohlfühlnotenwahlstimme ins Spiel und die Gesundheitsdaten ins Spiel. Das heißt also, bei den zweiten Scientists for Future spielt ja also eher nicht nur dann die Prämien für den Arbeitsamtmitarbeiter eine Rolle, sondern seine Prämien berechnen sich nach den Wohlfühlnoten, Wahlstimmen seiner Kunden und den Gesundheitskostendaten seiner Kunden. Also wenn er die Leute vermittelt in krankmachende Jobs zum Beispiel, dann ist das nicht, führt das nicht zu Prämien. Das heißt also, er nur wenn er die Leute in gesundheitsförderliche und das Wohlbefinden fördernde Jobs vermittelt hat, dann gibt es Prämien, sonst natürlich nicht. Ne? Das ist ja das Konzept der zweiten Scientists for Future 2. Und das führt dann dazu, dass also eine milliardenteure Bürokratie, die wie ein Mühlstein an der gesamten europäischen Wirtschaft hängt, sozusagen, dass die sich total gesund schrumpft und total klein wird. Nur noch die fähigsten Arbeitsvermittler, die Leute am schnellsten unterbringen, sozusagen, bleiben am Ende übrig. Und am Ende reicht für eine ganze Region, reichen 3-4 Arbeitsamtmitarbeiter, um Millionen von untergebrachten Leuten zu betreuen und dafür zu sorgen, dass sobald jemand wieder arbeitslos wird, in den sofort wieder unterzubringen, sodass wir von einem durchschnittlichen Level von null Arbeitslosen ausgehen. Ja? Dadurch können wir Milliarden Gelder einsparen. Die zweiten Scientists for Future 2, da ist ja eine Schätzung, dass die also allein in Deutschland, und Europa ist ja viel größer als Deutschland, allein in Deutschland jedes Jahr 500 Milliarden, das sind 0,5 Billionen Euro jährliches Wirtschaftswunder für Deutschland. Also in 10 Jahren wären das
5 Billionen Euro Wirtschaftswunder Deutschland. Und wenn wir die anderen europäischen Staaten dazu nehmen, wären das dann zig Billionen Wirtschaftswunder und so weiter. Ja. Und damit kann Europa nach oben gehen. Aber Friedrich Merz mit seinem Null, so nach dem Motto, ich habe null Konzepte, und will nur noch ein bisschen mehr freie Marktwirtschaft und damit noch mehr Aufblähen der Bürokratien, noch mehr eine uns vergiftende Ernährungsindustrie, noch mehr Schädlichkeit an allen Ecken und Enden. Also was ja auch Dr. Markus Krall will, der das ja sogar in die Verfassung schreiben lassen will, ja, dass dieses fürchterlich lebenszerstörerische, freie, sozialmarktwirtschaftliche System dort verankert wird. Ja, das ist der Horrortrip. Ne? Also so geht's halt nicht. Lieber Herr Merz, kooperieren Sie mit den zweiten Scientists for Future 2. Dann kriegen Sie übrigens auch 56% der Wählerstimmen, denn das hat ja eine Testwahl, eine simulierte Bundestagswahl wissenschaftlicher Art ergeben, dass das Konzept der zweiten Scientists for Future 2, egal von welchem Politiker es angenommen wird und übernommen wird, sofort bei den Wählern offene Türen einrennt. Ja? So, dann schauen wir doch mal weiter hier. Merz redet über Fassbombenersatz, so als wäre er daneben gestanden. Ja, das ist so, das ist gewagt. Ja, also wie kann ich über Fassbomben, die angeblich Assad geschmissen hätte sozusagen oder im Auftrag gegeben hätte natürlich in Syrien. Wie kann ich so etwas so erzählen, als wäre ich daneben gestanden? Da bin ich doch schon außerhalb jeder Naturwissenschaftlichkeit. Wir können doch nur wissen, Merz kann doch nur sagen, dass es manche Menschen gibt, die behaupten, dass Assad Fassbomben geschmissen hätte. Ja? Und das kann doch sein, dass das eben jetzt Waffenhändler sind, die also nach dem Motto vorgehen, wo ist es, hier ist es, dass wir hier haben wir den Waffenhändler, der also sagt, nein, also ich würde mich nie äußern zu irgendwie Handlungen oder Kriegshandlungen, denn ich bin doch nicht dabei gewesen, ich kann doch gar nichts dazu sagen. Ich habe die doch nicht mit eigenen Augen gesehen, ich habe doch nicht den Herrn Assad gesehen, wie er die Fassbomben in Auftrag gegeben hat und so weiter, wie er den Befehl gegeben hat, ich war doch nicht dabei, also kann ich doch gar nichts sagen. Ja? Und der andere Waffenhändler sagt aber, nein, also ich misch mich munter ein in die gesamte Diskussion hier als Waffenhändler, ja, und ach nein, ach ja, irgendeiner hat gesagt, Assad hätte die Fassbomben geworfen, ja, also, und das erzähle ich jetzt dem Herrn Merz, damit, dann wird er nämlich einen sozusagen Militäreinsatz von Deutschland in Syrien gegen Assad bewilligen und dann kann ich ihm noch mehr von meinen Bomben verkaufen und dann werden unsere Bomben konsumiert und auf Assad geworfen. Ja? Also das heißt, Friedrich Merz macht sich da aus meiner Sicht viel zu leichtfertig, aber das gehört ja zur freien sozialen Marktwirtschaft. Er sieht ja gar nicht die Gefahr, dass selbstverständlich die Waffenindustrien mit ihren Lobbyisten auch als Kriegstreiber tätig sind, um ihren Umsatz zu vergrößern. Also ja, das habe ich ja schon tausendmal geschildert, wie das funktioniert ist, dass also auch der Krieg, dass die Menschheit aufgrund ihrer genetischen Evolution vor 400.000 Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach super pazifistisch war. Alle Hinweise sprechen dafür. Und dass eben erst die Waffenhändler die Kriegsmentalität wieder in die Menschheit gebracht haben, sodass man sagen kann, heute ist an allen Ecken und Enden der Erde Krieg, weil eben auch überall Waffenhändler sind, die Umsatz für ihres und Konsum ihrer Bomben brauchen und ihrer Raketen und alles. Ne? Ja? Ja, also Friedrich Merz sagt also ganz richtig, aufholen, aber er weiß, hat keine Ahnung wie. Ja?
Und das Dilemma ist eben, jetzt mal, ich will es mal ganz hart sagen, ja, sozusagen, hier sehen wir, was passiert, wenn dumme Kinder bekommen. Das ist kein Aufschwung für Europa, ja. Also hier, wir müssen aufpassen, wollen wir das klug. Also im Moment tut Europa alles, damit die Klugen keine Kinder mehr bekommen und die Dummen viele Kinder bekommen. Und damit kehrt sich, ist das sozusagen ein völlig widernatürliches Prinzip, während in der Natur ist es immer so, dass die Klugen viele Enkelkinder hinterlassen und die Dummen gar keine Enkelkinder hinterlassen. Ja, und dadurch wandert dann die Wanderdüne immer nach rechts in Richtung höhere Leistungsfähigkeit, bessere Angepasstheit und in den jeweiligen ökologischen Nischen und so weiter. Und diesem Naturgesetz irgendwie meint man, auf der Welt gibt es lauter Ideologen, die meinen, man sollte dieses Naturprinzip umkehren und sollte es genau anders machen, die Dummen viele Kinder bekommen lassen und sollen die das Aufholen Europas bewirken? Nein, mit den Dummen werden wir hier, mit diesen Kindern, werden wir, so hübsch sie anzusehen sind, wird Europa nicht aufholen können, sondern weiter hinter China und USA zurückfallen. Ne? So. Dann spricht er über das Beispiel Huawei, also so mit diesem 5G und so weiter, und dass ja eben Europa und Deutschland sowieso eine Wüste ist, was Internetversorgung und so weiter und sozusagen Handykontakt und so weiter darstellt. Ja, also Europa ist eben schon ein Verlierer, ja, also, aber eben auch durch die CDU, ja. Und dann Klimaschutz, ja, in Europa alleine, ja. Also die zweiten Scientists for Future 2 haben ja nur deswegen Fridays for Future eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz angeboten, ja. Greta hier, wo ist sie? Ja, also die zweiten Scientists for Future 2 haben ja Greta und den Fridays for Future ja nur deswegen den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima und sozusagen den Kohlestopp 2026 angeboten. Nicht, weil sie das von sich aus tun würden, sondern weil, wenn Greta und Fridays for Future, die zweiten Scientists for Future 2, die Professoren und Doktoren und so weiter, mit in die öffentliche Diskussion mitgenommen hätten, in die Talkshows, was sie bis jetzt leider noch nicht getan haben, dann überall diskutiert worden wäre über den Ausstieg, den sanften Ausstieg aus der freien sozialen Marktwirtschaft, aus dem Kapitalismus, ja, wie das die zweiten Scientists for Future 2 ja vorgeschlagen haben, dass dann ja, wenn dann dieses Riesenwirtschaftswunder entsteht von bis zu 500 Milliarden Euro jährlich, dass man dann, kann man sich natürlich von solch einem wirtschaftlichen Vorsprung, den man dann gegenüber dem Rest der Welt hat, natürlich kann man sich dann auch eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz leisten. Aber dafür hätten jetzt die Fridays for Future und Greta Thunberg erstmal ihre Gegenleistung machen müssen, nämlich die zweiten Scientists for Future 2 in die öffentliche Diskussion bringen. Aber wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, die Fridays for Future sind so inkompetent, dass sie das nicht tun, dann gibt es keinen Grund für Europa einen Alleingang zu machen. Europa ist einer der Kontinente, die wahrscheinlich am wenigsten von den Folgeerscheinungen des Klimawandels betroffen sein werden. Und deswegen kann sich Europa auf den Standpunkt stellen. Gerne machen wir mit bei einem weltweiten Vereinbarung, die für jeden Staat der Erde absolut gleiche Bedingungen schafft
und für jeden absolut gleiche, damit sich die Wettbewerbssituation der Welt nicht verändert sozusagen und Europa dann nicht am Ende der absteigende Kontinent ist sozusagen und die anderen die aufsteigenden Kontinente sind, sondern jeder Staat der Erde muss die gleichen und gleich präzise gemessenen Rahmenbedingungen haben und dann können wir alle gerne weltweit alle gerne gemeinsam völlig aus der CO2-Aussendung aussteigen. Das wäre richtig. Aber das, was jetzt Europa macht, dass es seine eigene Wirtschaft schwächt, um Vorreiter zu sein und die anderen lachen sich kaputt und keiner zieht mit und lachen sich kaputt, dass Europa sich als Konkurrent selbst aus dem Spiel nimmt und selber ein zweites Afrika wird. Ja, das versteht auch Friedrich Merz wieder nicht richtig, ja, denn er begrüßt eher so das von Ursula von der Leyen, so das mit dem Klimageschichten und so weiter, ja, also da sollte man sehr vorsichtig sein damit, ja. Also, weltweite Lösung oder gar nichts, ne, muss die Perspektive Europas sein, ne. Also, dann sagt er, so viel Regulierung wie nötig, das ist zu wenig. Ja, also er sagt, so, der Markt soll so frei sein wie möglich und nur so viel Regulierung wie nötig. Aber in Wirklichkeit ist, was uns die zweiten Scientists for Future 2 klar gemacht haben, ist ja, dass wir eine echte Planwirtschaft brauchen und dass nur die genügend Regulierung ist. Ja? Denn was wollen wir denn machen? Hier, wollen Sie nur so ein bisschen regulieren, um dieses aufgeblähte Arbeitsamt, diese Philosophie aus dem Arbeitsamt rauszutreiben, die also quasi nur sozusagen müde und gelangweilt sozusagen die Heere der Arbeitslosen verwaltet, so nach dem Motto, bleibt nur schön arbeitslos, dann kriege ich neue Mitarbeiter und werde Vorgesetzter neuer Mitarbeiter und mache Karriere und falle die Stufenleiter ohne eigene Leistung hinauf sozusagen. Wollen Sie da nur ein bisschen regulieren, nur so ein bisschen, so wenig wie nötig regulieren, so viel regulieren, wie nötig ist? Nein, wir brauchen doch diesen umfassenden Plan, nämlich dass wir das Ziel haben hier, wir müssen das ganz klare Planungsziel, planwirtschaftliche Planungsziel vorgeben, null Arbeitslosigkeit und alle Prämien und Beförderungen und Karrieremöglichkeiten und Aufgewertetheitsgefühle müssen gekoppelt werden an den einzelnen Schritt, der dem Null-Arbeitslose-Ziel näher kommt. Und das bei gleichzeitiger Erhöhung der Wohlfühlnoten, Verbesserung der Wohlfühlnoten, der Gesundheitsdaten und der Langlebigkeit der Kunden des Arbeitsamts. Nur so kommen wir doch also mit einem vollständigen Konzept einer planwirtschaftlichen Zielsetzung, null Arbeitslosigkeit, maximale steigende Wohlfühlnoten, verbesserte Gesundheitsdaten und verbesserte Langlebigkeit, allerdings nicht über 127 Jahre hinaus, dann wäre es wieder natürlich. Und das muss doch, das Planungsziel muss doch in dem planwirtschaftlichen Konzept vorgegeben werden und dann muss ein freier Wettbewerb, Leistungsmessung, Leistungsranglisten und Leistungsvergleich und Wettbewerb und Markt innerhalb der Arbeitsämter dafür sorgen, dass sozusagen dann die Fähigsten die anderen unterrichten können, wie man das macht, dass man alle Leute in Arbeit unterbringt, wie man das bestmöglich macht
Und mit solch einem Konzept aus einer sinnvollen Planwirtschaft, mit einem ganz klaren Planungsvorgabeziel sozusagen und dann der gezielten Einsetzung von Markt, Wettbewerb, Leistungsmessungen, Leistungsranglisten und so weiter dafür sorgt, dass dann auch alle Mitarbeiter Europas, von den Arbeitsämtern Europas, die besten Strategien anwenden und die inkompetenten Strategien eher wieder verschwinden sozusagen aus dem Arbeitsamt und die besten Strategien übrig bleiben, das Ziel Null Arbeitslosigkeit in Europa zu erreichen. Das braucht man doch und nicht nur so viel Freiheit wie möglich und so wenig Regulierung wie möglich, ja, sondern ja, das ist ja die Ideologie von Dr. Markus Krall und ich habe jetzt ja aufgezeigt, dass wir ganz viel Regulierung brauchen, ja, und dass wir eben das Dilemma ist, dass unser Arbeitsamt genauso wie unsere Wirtschaft nicht reguliert ist. Unsere Lebensmittelwirtschaft darf uns vergiften und dadurch die europäische Wirtschaft schwächen, weil ja jeder Vergiftete ist ja ein Arbeitnehmer, der dann schlechte Arbeit im Betrieb macht, ja? Und wir lassen es zu, dass unsere Bürokratien uns auffressen, ja, weil wir alles unreguliert lassen. Ja, ja? Ja. Dann beklagt Friedrich Merz zu Recht die Verrohung der Diskussionskultur und so weiter. Aber was er nicht sagt, ist, woher kommt denn die Verrohung der Diskussionskultur? Und ihm fehlt wieder das naturwissenschaftliche Wissen, dass die Verrohung der Diskussionskultur, dass die Evolution der verbalen Gewalt, dass die durch die freie soziale Marktwirtschaft, die er so sehr liebt, selber erzeugt wird, ja? Also, ich erkläre es ganz kurz. Also, hier haben wir einen Händler. Die beiden stehen in Wettbewerb zusammen, der Händler und der Händler. Beide wollen natürlich möglichst viel verkaufen, damit sie möglichst viele Kinder ernähren können und so weiter, ja? Und möglichst viele Enkelkinder dann hochziehen können und so weiter, ja? Hinterlassen können und Urenkelkinder. So. Und dieser Händler hier erzählt, doch, ich finde es ganz toll, wie friedlich ihr alle miteinander redet, wie sanft, wie behutsam, wie ihr einander zuhört mit Redezeituhr oder wie bei den Indianern so mit Redestein und so weiter. Ja? Jeder kommt zu Wort und alles läuft so wunderbar demokratisch, harmonisch und so friedlich und keinerlei Beleidigung, keinerlei harte Worte, sondern ganz sanft und friedlich. Finde ich ganz toll, wie ihr das macht. Ja? So, er erzeugt, aber mit solch einer bestätigenden Strategie erzeugt er in den urkommunistischen Urkommunen vor 400.000 Jahren bis 300.000 Jahren, erzeugt er aber keine Zusatznachfrage nach seinen Produkten. Während der andere hier, der Händler, der sozusagen hier, und wir vor 400.000 bis 300.000 Jahren hatten wir freie soziale Marktwirtschaft, also freie Marktwirtschaft, ja? Freier war sie wohl nie. Ne? Und dieser Händler, der erzählt so Geschichten und lässt sie über seine Marketingabteilung, Werbepartner und so weiter überall verbreiten und seine Märchenerzähler und so weiter, die Vorläufer der heutigen Zeitungen und Zeitschriften und so weiter. Und er erzählt also sowas wie, und glaubt das auch, ja, der glaubt diesen Irrtum, der ist überzeugt davon, das ist seine Philosophie, an die er fest überzeugt glaubt. Ja, Leute, nee, also hier, streiten ist menschlich, ihr müsst euch mal, ja, also Meinungsäußerung, dass, wenn du sagst, du Arschloch, du Dreckschwein und so weiter, dann ist das nur eine Meinungsäußerung, das muss sein und so weiter, ja. Und wenn du dann sagst, ja, ach, dir müsste man mal einen in die Fresse hauen oder dich sollte jemand abknallen und ein paar Reiche sollten wir mal erschießen und so weiter, ja. Das ist alles Meinungsäußerung und alles freie Meinungsäußerung und keine verfassungswidrige Hetze und so weiter. Das ist alles gut so, ja, und so weiter. Was passiert in den Menschen? Die
ein Stück weit werden sie seiner Ideologie, seiner Philosophie folgen, ja, und werden die Sprache wird immer aggressiver und härter werden sozusagen und die Leute werden sich immer häufiger beleidigen, dann werden sie sich immer häufiger schlagen und immer gewalttätiger mit werden, denn die verbale Gewalt ist ja nichts anderes als, es handelt sich um verbale Schläge und danach kommen die Schläge. Ne? Also erst kommen die verbalen Schläge, dann kommen die tätlichen Schläge, ja. Und dadurch greifen immer mehr Menschen bei seiner Kundschaft sozusagen im Bereich seiner Kunden zur Gewalt. Er kann dadurch werden die Menschen einsamer, dadurch, dass sie denn wer will schon mit gewalttätigen Menschen zu tun, verbal gewalttätigen oder also dadurch werden die Menschen vereinsamen tendenziell und dadurch werden sie tendenziell konsumsüchtig und kaufen ihm später dann viel mehr seiner Alkoholprodukte, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und all dieser Tröstemittel, dieser Ersatzbefriedigungs-, Konsumsuchtgüter sozusagen kaufen sie ihm ab, weil durch die Gewalt die Gesellschaft sich in lauter aggressive Einzelellenbogen, Einzelindividuen, die sich gegenseitig beleidigen und sich voneinander gegenseitig durch Hassgrenzen trennen sozusagen, dadurch zerfallen quasi die liebevollen Kommunen. Ja, und alles spaltet sich in Einzelgänger auf und die Einzelgänger entwickeln eine höhere Kaufsucht und Konsumsucht, weil sie sich trösten müssen über den Glücksverlust und so weiter. Und dann wird der immer reicher, kann viele Kinder ernähren, eine ganze Dynastie begründen und diese ganze Händlerdynastie verbreitet überall den Gedanken, Leute, ihr müsst, wenn ihr zueinander sagt, du dreckiges Arschloch, dich sollte man mal erschießen, dann ist das keine Beleidigung, sondern das ist nur eine Meinungsäußerung und ist gar nicht verfassungswidrig und so weiter. Nein, das ist ja nur eine freie Meinungsäußerung. Ja? Und das geht dann als Gehirnwäsche in die Gehirne der Bevölkerung rein und daher kommt diese Verrohung. Ja? Das heißt also, die Verrohung ist nichts anderes als das direkte Resultat freier sozialer Marktwirtschaft. Also dessen, was Dr. Markus Krall und Ferdinand Merz so lieben, also sie wissen nicht, was sie tun. Die beiden wissen nicht, dass sie genau die Ursache dessen sind, was sie beklagen, nämlich die Verrohung der Diskussionskultur und dass nicht sachlich argumentiert wird, ist genau die Folge ihres Elefanten im Raume, nämlich ihres Aberglaubens, antinaturwissenschaftlichen Aberglaubens an die Gutheit der freien sozialen Marktwirtschaft, des mörderischen Systems schlechthin. Ja, und man muss sich immer klar sein, also bei der freien sozialen Marktwirtschaft, das habe ich ja eben verdeutlicht, es geht immer um Kundenproduktion. Also es wird nicht dem Kunden etwas gegeben, was er wirklich braucht, sondern der Kunde wird immer durch Manipulation, durch Irrtümer, durch gewinnbringende Irrtümer einer Gehirnwäsche unterzogen, aufgrund derer er deswegen eine erhöhte, also als Kunde produziert wird. Es geht immer um Kundenproduktion. Und diese produzierten Kunden sozusagen, darum geht es in der freien Marktwirtschaft, also um die Schaffung künstlich erzeugter Bedürfnisse, dass die Menschen konsumsüchtig werden nach Sachen, die sie nie gebraucht hätten, wenn man nicht ihr Leben vorher zerstört hätte, durch Irrtumsphilosophien, die man in die Gesellschaft reingepumpt hat. Ja? So, ein Schluck Wasser. Ja, damit haben wir Friedrich Merz, denn das Thema Entbürokratisierung, aber wie, habe ich ja gerade erklärt gehabt. So, dann schauen wir uns doch jetzt mal den nächsten Träumer und Unrealistischen an. Ja, also das darf ich jetzt sagen, weil ich das ja jetzt wissenschaftlich bewiesen habe, dass leider Friedrich Merz die Kompetenz fehlt, um Europa führen zu können. Na? So, jetzt schauen wir uns den nächsten, werde ich gleich beweisen, an. So schön das Wort, das Christian Felber, also den Begriff der Gemeinwohlökonomie aufgegriffen hat und zu seinem Begriff versucht hat zu machen und so schön das ist, weil das Wort ist wirklich schön, Gemeinwohlökonomie.
sozusagen ist das Dilemma nur, dass das Christian Felber bei seinem Vortrag in Wien gerade eben, dass er da damit eben Europa zerstören würde, weil er eben ein Träumer ist und kein Naturwissenschaftler wie die zweiten Scientists for Future 2, die eben genau wissen, wie man eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft erzeugen muss, sozusagen richtig erzeugen muss. Man darf dabei kein Romantiker sein und kein Träumer und so weiter. Ja? Und das werde ich jetzt beweisen, warum das leider Christian Felber ist. Ja? Er spricht ganz richtig von Wohl und Unwohl, aber ihm fehlt die Intelligenz und die Bildung zu verstehen, dass man deswegen, wenn man von Wohl und Unwohl der Menschen spricht, die ja und das Wohl und Unwohl jedes einzelnen Menschen, es gibt ja dann in der Summe das Gemeinwohl oder gemeinsame Unwohlsein. Ja? Und dass man dafür eben, dass es nur einen Weg gibt. Und er schildert das ja ganz richtig, dass in Bhutan die erste Frage ist, wie geht es Ihnen wirklich? Ja? Und warum? Und das doch ganz einfach ist, naturwissenschaftlich zwangsläufig logisch ist, dass wir deswegen die Wohlfühlnotenwahlstimme jedem Bürger geben und damit und das Koppeln mit der Messung seiner Gesundheitskostendaten also und dann also sozusagen das Wohl und das Unwohl jedes einzelnen Menschen durch den Bundeswahlleiter erfassen lassen und die entsprechenden Veränderungen und wenn wir dann alle Verdienstzuschläge, wir beginnen mit den Krankenversicherungen und deren Geldetat und alle Verdienstzuschläge an die Ärzte, an die Lebensmittelhändler und so weiter werden abhängig gemacht von den der Entwicklungskurven, der Wohlfühlnoten der Kunden und den Gesundheitsdatenkurven der Kunden und so weiter. Und dann bleibt es, dann jeder, der irgendwas arbeitet, hat dann nur noch ein Arbeitsziel, so wie das im Arbeitsamt vorhin war. Nur, es gibt eben Prämien nur, wenn die Wohlfühlnoten sich verbessern, die Gesundheitsdaten sich verbessern, die Langlebigkeitsdaten sich verbessern und eben für jeden Monat gibt es Geld, in dem der Mensch in Arbeit ist und für jeden Monat, in dem er nicht in Arbeit ist, gibt es keine Prämie. Fertig, aus. Und genau so muss eben Gemeinwohl muss richtig operationalisiert werden und nicht mit irgendwelchen nebulösen Einschätzungen. Ne? So. Dann spricht er davon zum Beispiel so eine Frage, die auch in Bhutan oder auch in Studien ja immer wieder mal gestellt wurde. Ja, zum Beispiel hier. Wenn Sie solchen Gestalten hier begegnen oder so, können Sie jeden Menschen, den Sie begegnen, wenn Sie im öffentlichen Raum sind, können Sie allen vertrauen? Wie sicher fühlen Sie sich noch? Wie viel vertrauen Sie noch den Menschen, denen Sie draußen auf der Straße begegnen? Und diese Zahlen sind im dramatischen Sturzflug. Also das heißt, das Vertrauen wird immer geringer und so weiter. Ja? Und ja, wie kommt man einem blinden Vertrauen können wieder näher? Ja, warum denn dann nicht als Unternote der Wohlfühlnotenwahlstimme eine Sicherheits... Na, ich brauche es eigentlich nicht zu verschieben. Ne? Na, das ist also schwierig hier mit der Maus. Also als Unternote der Wohlfühlnotenwahlstimme könnte man doch die Sicherheitsgefühlnotenwahlstimme noch mit dazu nehmen, sodass wir genau das, wovon jetzt Felber redet, richtig erfassen und messen und dann alle Belohnungen zum Beispiel an Polizisten, Staatsanwälte und Richter und so weiter, alles so ähnlich wie hier in dieser Bürokratie, ja,
im Arbeitsamt gibt es dann also nur noch Prämien zu dem kleinen Grundgehalt, wenn die Sicherheitsgefühlnoten der Bürger besser werden. Das heißt, dazu muss das Arbeitsziel sein, null Straftaten im Bezirk, im Zuständigkeitsbereich und fertig. Ja? Also sozusagen, damit wird der Polizist zum, ja, also letztendlich zum Jobberater, und der wird zusammenarbeiten mit den Arbeitsämtern und wird die Menschen vom Weg der Kriminalität abbringen zum Weg des ordentlichen Arbeitens. Ne? Und dafür wird er dann belohnt werden, der Polizist. Ja? Und nicht dafür, dass er immer mehr Kriminalität produziert, ne? Und dann aufsteigt. Ja, also das heißt, da überall da versagt Christian Felber, weil ihm da die naturwissenschaftliche Denkfähigkeit fehlt. So, dann spricht er von so Worten wie Verteilungsgerechtigkeit. Ja, jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt. Aha. Da bietet er also quasi, das sind so Begriffe von Träumern, die leider seine Gemeinwohlökonomie grundsätzlich zur Ineffizienz verurteilen würden. Ja, denn was bedeutet denn Verteilungsgerechtigkeit? Das bedeutet, dass er den Milliardärskönigen hier, unseren geliebten Milliardärskönigen, wie war das? Wie waren die entstanden? Warum kam es zur Abspaltung der Milliardärskönige aus den Kommunen vor 400.000 Jahren? Ja. Das ging so, dass also der eine Händler also hier erzählt hat, das ist ja toll, dass ihr so nicht nur so schön friedlich redet und diskutiert in den Gruppen, sondern dass ihr auch so viel schmust und Sex habt und so weiter. Wie schön ist das und so weiter. Aber der andere Händler hier, der hat eine Irrtumsphilosophie entwickelt aus irgendeinem Grunde. Ist irgendwie ein wirres Hirn und entwickelt so eine Irrtumsideologie. Ach nein, dieser viele Körperkontakt, wie eklig, dieses Abschlecken und ach, widerlich, eklig, pfui, pfui und so weiter. Weg damit und so weiter. Ja? Und dass der, wenn der eben mit seinen Werbemitteln und allem die Bevölkerung beeinflusst, die Kommunen beeinflusst, dass die dann tatsächlich anfangen, weniger zu schmusen, weniger sich lieb zu haben und so weiter. Dadurch fühlten sich die Vorläufer der heutigen Milliardärskönige ungeliebt sozusagen. Ach so, ich muss noch kurz erklären, dass der natürlich dann auch, weil die Menschen sich ungeliebt fühlen, werden die Menschen konsumsüchtig, weil sie ja eine Ersatzbefriedigung brauchen für den Liebesmangel, der jetzt entsteht. Ja? Und dann kaufen die ihm mehr Waren ab und er kann wieder mehr Kinder ernähren und kann eine ganze Handelsdynastie begründen, währenddessen der hier ja keine Zusatzverkäufe tätigen kann und dadurch, dass er keine Zusatzeinnahmen hat, wird er durch dessen Konkurrenzdruck platt gemacht und sein Laden stirbt nach drei Generationen hier im Bild aus, ja, spätestens nach drei Generationen ist dann sein Laden zu, ja, und während der hier voll aufblüht, ja. Das heißt also, so kam es dann dazu, dass die Fähigen in den Gruppen gesagt haben, naja gut, wenn ich nicht mehr geliebt werde in der Gruppe und wenn das Schmusen irgendwie nicht mehr stattfindet, na dann kann ich doch mein eigenes Ding machen und dann werde ich halt ein erfolgreicher Tauschhändler und so weiter und dann werde ich halt am Ende hinterher, heutzutage daraus wurden dann die Milliardärskönige. Und wenn ich jetzt hingehen will und sagen will, ich will euch da was wegnehmen. Ja, warum sollen die dann, wenn sie denen nur was wegnehmen wollen, welcher Mensch, dem sie einfach nur was wegnehmen wollen, wird bereit sein, zuzustimmen? Und Christian Felber vergisst völlig, das sollte er mal Professor Mausfeld hören, an diesem Punkt, also Professor Mausfeld ist ja ein ganz schlimmer Ideologe, aber an einem hat er recht, wir regieren doch gar nicht. Also wir Bürger haben doch nichts zu sagen, wir sind doch, wir sind die schweigenden Lämmer, wir sind das Lämmervieh, das Schweigen der Lämmer, ja, also wir sind das Lämmervieh und wir haben nichts zu sagen, denn wir werden nun mal regiert von unseren geliebten Milliardärskönigen, ja.
Und wie könnten wir hingehen und sagen, wir wollen Verteilungsgerechtigkeit, das heißt, wir wollen von den Milliardärskönigen was wegnehmen, wir wollen die enteignen, wir wollen von denen was wegnehmen und wollen gleichzeitig, dass unsere Regierenden also quasi dieser Idee zustimmen. Es muss doch genau umgedreht sein. Wir müssen doch den Milliardärskönigen etwas geben und anbieten, damit sie einer Veränderung zustimmen. Und das machen die zweiten Scientists for Future 2. Sie sagen, liebe Milliardärskönige, wir sorgen dafür, dass ihr wieder richtig 1000-prozentig geliebt werdet, denn die erfolgreichsten, die leistungsfähigsten Schenker in der Gruppe, ja, die waren ja sozusagen bei den Bonobos, ja. Wer da der am leistungsfähigsten ist und die besten Fruchtbäume findet, ja, der war bei den Frauen und Kindern auch der geliebteste, weil er ja immer dann dasteht bei den Bonobos mit den herrlichsten Früchten in der Hand. Und natürlich assoziieren die Frauen und Kinder diese herrlichen, sehr herrlichen schmeckenden Früchte mit demjenigen, der das gefunden hat und ihnen geschenkt hat. Er hätte es ihnen ja nicht schenken müssen, aber er hat es ihnen geschenkt. Und natürlich reagieren die mit großer Liebe und Achtung und Ehrfurcht und Anerkennung und betrachten diese Männer dann als natürliche Autoritäten der Gruppe und so weiter und folgen ihnen gerne und so weiter. Ja? Also das heißt, also liebe Milliardärskönige, in diese Position kommt ihr wieder zurück, wenn ihr die zweiten Scientists for Future 2 Reformen unterstützt. Ihr gewinnt also, ihr gewinnt tausendmal mehr, liebe Milliardärskönige, durch die Reformen, durch den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus gemacht, vorsichtig und behutsam naturwissenschaftlich durchgeführt, durch die zweiten Scientists for Future 2, gewinnt ihr wieder das größte Glück auf der Erde, die größte Gesundheit und die größte Langlebigkeit, ja? Und dann, wir nehmen euch nichts, ihr könnt eure Milliarden behalten, so viel ihr wollt, Freiheit über alles, ja? Aber ihr könnt auch dann das machen, was die Bonobos und die Urmenschen, also unsere Urgroßeltern vor 400.000 Jahren gemacht haben, nämlich dass die Männer in diesen Kommunen sozusagen alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, genauso wie die Bonobos diese reifen Früchte eben nicht selber essen oder damit einen Handel anfangen, sondern und damit irgendwelche Geschäfte machen, sondern sie schenken alles ihren geliebten Frauen und Kindern. Und mehr Glück ist nicht möglich, als dann sozusagen von allen Frauen und Kindern der Gruppe geliebt zu werden und mit größter Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden und die eine Frau will mit euch, mit den Milliardärskönigen schmusen und dann will die Frau mit dem Milliardärskönig schmusen und alle wollen sie mit dem geliebten Früchteschenker sozusagen. Und wenn dann freiwillig die Milliardäre sozusagen alles wieder an ihre geliebten Frauen und Kinder in den Kommunen schenken, dann verteilt sich der Reichtum ruckzuck wieder auf die gesamte Weltbevölkerung nach und nach. Ja? Aber das ist eine Sache der Freiwilligkeit. Erst müssen wir den Milliardärskönigen etwas geben, nämlich wahres Lebensglück und wahres Liebesglück. Und wenn sie dann von sich aus freiwillig auf die Idee kommen, natürlich inspiriert durch die zweiten Scientists for Future 2, alles an die Frauen und Kinder ihrer geliebten Kommune zu schenken, na dann umso besser. Ja, dann haben wir einen echten, alle glücklich machenden, echten Kommunismus, Sozialismus mit echter Planwirtschaft inklusive der richtigen Dosis an Markt, Wettbewerb, Leistungsmessung, Leistungsranglisten, Transparenzranglisten und so weiter. Ja? Aber alles richtig geplant und richtig designt und nicht frei, chaotisch und schädlich. Ja? So, dann lese ich mal weiter. Ein Schluck Wasser muss sein. Ja. So, dann lese ich mal, was Felber da noch an Träumereien bringt. Also Verteilungsgerechtigkeit ist ein Träumereibegriff, der also letztendlich bedeuten würde,
dass das niemals von den Milliardärskönigen angenommen werden kann, weil die natürlich genau spüren, mit Verteilungsgerechtigkeit meint Felber auf Deutsch enteignen, weg, irgendwas wegnehmen von den Milliardärskönigen. Und das werden die einfach nicht mitmachen. Deswegen sind ja auch alle DAX-Konzerne so vernünftig, dass sie Nachtigall, ich höre dir trapsen, das, da machen wir natürlich nicht mit bei so einem Unfug. Ne? Dann sagt er auch wieder, letztens hat er gesagt, Wettbewerb ist schlecht, und jetzt sagt er dann hier heute, Konkurrenz ist schlecht. Ja? Was ist denn daran schlecht? Ja? Ich will doch, dass zwei junge Ärzte, Ärztinnen darum konkurrieren, falls ich doch mal einen Unfall haben sollte, wer mich am besten, gemäß der Unfallfolgen, am besten operiert. Ich will doch, dass die in Konkurrenz belebt das Geschäft, dass die so Spaß haben an dem Wettbewerb. Wer kann besser operieren? Wer hat die bessere Operationsstrategie? Das will ich doch als Mensch, ja? Und das als schlecht zu verurteilen, zeigt schon, dass er mit seiner gemeinwohlökonomischen Vorstellung letztendlich Europa zu maximaler Ineffizienz bringen will. Ja, er will also das sozusagen in Europa, das werde ich gleich verdeutlichen, dass quasi dann jeder Stümper die Leute operieren darf, ja, weil es ja dann gibt ja keine Konkurrenz, keine Leistungsranglisten, keine Leistungsmessung und so weiter. Das ist so ähnlich wie mit den Schulnoten. Da gibt es ja Leute, die sagen, wir müssen die Schulnoten unbedingt abschaffen. Kann man drüber nachdenken, sollte man diskutieren, ja, aber da bin ich nicht so sicher, der Spaß sozusagen am sportlichen, fairen Wettbewerb, wie ja auch im Sport ja stattfindet, ob das wirklich weg muss aus der Kondition humain sozusagen. Also, und er spricht von Teilen. Was meint er denn mit Teilen? Meint er denn da nicht auch wieder hier mit Teilen? Was meint er mit Teilen? Ja? Es steckt in seiner Gemeinwohlökonomie wieder der Appell, lieber Milliardärskönig hier, das ist wohl ein Milliardärskönig, gib doch mal den anderen, na? Gib doch mal. Als ob der jemals Milliardärskönig geworden wäre, wenn er ständig anderen einfach was geschenkt hätte. Ja, also das wird man nicht. Und vor allem, warum soll er denn was schenken? Was geben wir ihm denn? Was geben wir ihm denn damit? Ja, wir müssen ihm doch erstmal wieder als Milliardärskönig Liebesglück in den Kommunen geben und geliebt werden und total glücklich sein. Und so, dass er dann von sich aus teilen will, weil er teilen will mit seinen geliebten Frauen und Kindern seiner Kommune, in der er lebt und so weiter, ja, wo so viel Liebe ist, dass er so glücklich ist, dass er sagt, die Milliarden, wozu brauche ich die noch, da kann ich doch mit meinen Frauen und Kindern helfen in der Kommune, ja, und die werden mir dafür auch nochmal zusätzlich dankbar sein und so weiter, ja. Ja, das ist also geben und nehmen und nichts teilen und immer nur nehmen. Wer teilen sagt, wer Verteilungsgerechtigkeit und Teilen sagt wie Felber, der meint eigentlich in Wirklichkeit, gebt. Ich will nichts geben, ich will nur nehmen. Ihr anderen, ihr müsst geben. Ja, also das heißt, wir haben hier dann auch, dann hat er eine Gleichheitsvorstellung, also über die ganze Welt sozusagen eine Gleichheitsvorstellung. Es müsse der ganzen Welt genauso gut gehen wie uns. Und er vergisst immer nur dabei, dass es, wenn wir dafür sorgen, dass es der ganzen Welt genauso gut wie uns, dann haben wir selber nichts mehr und dann geht es uns wie schlechter, als es heute Afrika geht. Also von daher völlig falsche Vorstellung. Ja? So, dann mache ich das jetzt mal schnell zu Ende. Das bedeutet eben, Europa und Deutschland ärmer zu machen für die dritte Welt. Aber so sind eben Menschen nicht. Also er hat ein falsches Menschenbild. Menschen haben von Natur aus einen gesunden Egoismus.
und Menschen, wir haben ja noch nicht mal die United States of Northern Europe, wo dann die Menschen sozusagen als ihre Nächsten dann die Nordeuropäer empfinden würden. Wir haben ja immer noch Deutschland und die Deutschen leider immer noch Deutschland und die Deutschen empfinden nur höchstens die Deutschen als wir und als unsere, die wir, denen wir helfen wollen und so weiter. Ja? Und dieses sozusagen Europa und Deutschland so zum Samariter der ganzen Welt zu machen, bedeutet Europa zu verarmen und den Rest der Welt reich zu machen. Ja? Und dann sind halt wir arm und wir sind dann die Notleidenden. Und dann werden wir sehen, dass die dritte Welt, die vormalige dritte Welt, die dann zur ersten Welt geworden ist, dass die den Teufel tut und uns jetzt was schenkt und uns sozusagen weltweite Gerechtigkeit praktiziert. Da wird man sehen, dass die das nicht tun werden. Denn die werden den gesunden Egoismus praktizieren, den wir nicht können. Ja? Ja, also diese Aussagen wie in dem Tenor von wir wir Europäer und dass der Rest der Welt ja wirtschaftlich von uns benutzt wird, ja, das sowas kann nur weniger werden, durch wenn wir eine weltweite Beendigung von freier sozialer Marktwirtschaft hätten und dann vielleicht sogar nach und nach ein Weltstaat entsteht oder sowas, dann kann es sein, dass das aufhört, dass man den Rest, jeder Staat der Erde immer nur den Rest der Welt plündert. Das wird wohl erst aufhören, wenn wir wirklich einen Weltstaat haben. Aber dafür müssen wir erst mal anfangen, in Deutschland, in Europa überhaupt mal erstmals die freie soziale Marktwirtschaft durch die zweiten Scientists for Future 2 zu beenden. Und vorher wird da nichts passieren. Also was Felber will, ist quasi eine, oder was er redet, ist, führt im Prinzip darauf hin, dass er in Richtung einer Umverteilung von der ersten Welt an die dritte Welt, und dann werden wir die dritte Welt und die anderen die erste Welt, und die werden dann nichts umverteilen an uns. Ne? Das ist also eine europaschädigende, gefährliche Ideologie. So, und dann zeigt er, dass er auch das mit seiner Vorstellung von Gemeinwohlwirtschaft das Zumachen unfähiger Landwirte verhindern will. Also er nimmt als Musterbeispiel einen Bäcker, der also die Bio-Bäuerinnen fragt, was braucht ihr für einen Preis für euer Getreide, damit ihr anständig davon leben könnt. Damit verhindert also dieser Bäcker, dass die unfähigeren Landwirtinnen sozusagen, er verhindert, dass die zumachen müssen und die fähigeren Landwirte neue Filialen begründen können, weil er ja sozusagen jeden Wettbewerb aus der Situation rausnimmt. Er lässt also auch die unfähigen Landwirtinnen wursteln sozusagen, indem er ihnen das gibt, was sie gemeinschaftlich fordern sozusagen, ja. Und dadurch wird er Europa langfristig zum Wettbewerbsverlierer machen, denn damit Europa ein Wettbewerbsgewinner ist, müssen natürlich die etwas nicht richtig können, etwas anderes tun und aufhören damit, die Dinge schlecht zu tun, die andere besser können. Ja, das ist ineffizient. Ja, so. Und dann will er die Konzerngröße begrenzen. Wozu denn eine Freiheitseinschränkung, wenn wir genauso gut auch den großen Konzernen, indem wir sagen, es gibt Verdienstzuschläge für die großen Konzerne auch nur noch, wenn die Wohlfühlnoten verbessert werden, die Gesundheitsdaten sich verbessern von den Mitarbeitern, von den umliegenden Bürgern, von den Kunden und so weiter. Und dadurch dann zum Beispiel die Autokonzerne förderliche Autos produzieren und nicht Autos, die so viel Gifte in den Innenraum aussenden, dass man allein schon krank werden kann, wenn man ein neues Auto fährt. Ne? Wie das Dr. Med. Gerd Reuter so schön beschrieben hat. Ne?
Ja, also das heißt, es reicht doch, ich brauche doch nicht eine völlig unnötige Freiheitseinschränkung einzuführen, wenn es doch Lösungen, andere Lösungen gibt, ohne solche Freiheitseinschränkungen. Ne? Also Felber würde Europas Ruin drastisch beschleunigen. Die DAX-Unternehmen sind zum Glück nicht so dumm genug, auf diesen Ideologen reinzufallen. Ja? Felber liebt die Österreicher, die Deutschen und die Europäer weniger als den Rest der Welt. Das ist das, was an romantischer Philosophie eigentlich bei ihm dahinter liegt. Ja? Er liebt eigentlich die Inder und die Afrikaner und all die anderen eigentlich mehr, und er liebt auch die Tiere mehr als die Menschen, als das Tiermensch. Ja? Er liebt die, also er liebt alle anderen Menschen mehr als die Österreicher, die Deutschen und die Europäer. Ja? Alles andere liebt er mehr. Und das ist der Hintergrund dessen, dass sozusagen, er liebt Tiere mehr und den Rest der Welt mehr als seine eigenen Nachbarn sozusagen. Und da, das ist das, was der Hintergrund seiner Variante der Gemeinwohlökonomie ist. Und er will eine Verringerung der Ungleichheit. Das habe ich ja eben so schon gesagt, dass er ja quasi den Reichen etwas wegnehmen will, ohne ihnen vorher etwas zu geben. Und das wird nicht funktionieren. Ja? Also diese Verringerung der Ungleichheit. Also abschließend kann man also sagen, Felber befriedigt alle Neider und Gutmenschereiträumer der Gesellschaft. Also alle Neider, die klicken ihn an. Ja? Also alle Neider und Träumer der Gesellschaft, die klicken ihn an. Also alle, die gegenüber den Milliardärskönigen einfach in erster Linie von Neid getragen sind. Ja? Und sozusagen hier, wenn ich eh nichts zu verlieren habe und dann als Neider auf die Milliardärskönige gucke, dann will ich natürlich nur, die sollen mal geben, die sollen mal geben, die sollen mal geben. Ja? Und ohne, dass wir ihnen etwas geben müssen. Ja? Und das funktioniert nicht. Ja? Das kann nicht funktionieren. Felber greift moralisierend den gesunden Egoismus an, was die Loser gerne hören. Ja, also ein Loser hört das natürlich gerne, wenn er sagt, ja, hier, euer gesunder Egoismus, erstmal für euch selber zu sorgen und so weiter, das ist ja schlecht, das ist ja moralisch irgendwie schlecht. Denn am Ende, wenn der alles gibt, was er hat, der hat ja nichts, also gibt er nichts. Und wenn der alles gibt, was er hat, dann wird der reich, ja, ohne was dafür getan zu haben. Das hören also Loser gerne. Also Versager und Loser hören natürlich solch eine Ideologie gerne. Deswegen kommen dann auch eben entsprechende Loser besuchen die Vorträge von Christian Felber. Ne? Das war's für heute. Also, ich hoffe, dass das Video noch läuft. Ja? Ja, es läuft noch. Also, tschüssi, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass leider Friedrich Merz und Christian Felber und Dr. Markus Krall der Sargnagel Europas wären, wenn sie zu viel Gehör bekommen. Ja, tschüssi.